Wir sind in Kasachstan! Grenzübergang hat richtig gut geklappt. So gerade mal eine Stunde oder so gedauert. Da waren wir aus Russland raus und jetzt in Kasachstan drinne. Es sind voll viele Viecher hier unterwegs, Fliegen und Moskitos und irgendwelche anderen kleinen Fliegen. Aber man kann keine Pause machen. Und dann fährt man los und hat man so eine Wolke gleich hinter sich. Warte. Wir sind in Petropaul angekommen, die erste Station auf unserer Tour durch Kasachstan. Wir werden uns heute ein Hotel suchen. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen, man hört es vielleicht. Wir wollen uns einfach mal eine Nacht im Hotel gönnen. Eben waren wir schon bei der Polizei und wollten mich registrieren. Eigentlich muss man das irgendwie als Ausländer, aber die haben gesagt, brauchen wir nicht. Gut, also haben wir uns das gespart. Olga ist jetzt noch hier bei einer Bank, wechselt ein bisschen Geld. Und ich wurde gerade schon von ein paar Leuten angesprochen und ziemlich freundlich alles. Wird, glaube ich, ziemlich gut. Здравствуйте. Это видео. Фото, да, конечно. Jetzt frisch geduscht und willkommen in unserem Apartment. Hier stehen unsere Räder. Olga duscht gerade noch. Küche. Kühlschrank am Start und dickes, fettes Bett. Hier sind noch andere Sachen. Noch ein Balkon sogar. Das Ganze für 11 Euro oder so. Hammermäßig. Oh, und jetzt können wir uns ein bisschen ausruhen. Sogar eine Badewanne da. Wir können nachher auch noch baden und uns richtig schön einweichen. Und ein bisschen ausruhen. Morgen dann voll durchstarten. Ja, geil. Hier. Du hast gesehen, ich glaube, das ist auch ein Kühlschrank. Ja, ich glaube, das ist auch ein Kühlschrank, quasi für die Winterzeit, wenn es draußen kalt ist. Also das Ding ist einfach nur aus Holz. Ne, Quatsch, aus Metall, guck mal. Aus Metall ist das. Hier vorne ist das aus Holz. Da kann man dann im Winter einfach sein Zeug reintun. Und dann bleibt es schön kalt. Clever, clever. Es ist jetzt 10 Uhr morgens, wir haben jetzt schon die Sachen runtergetragen, den Schlüssel von der Wohnung abgegeben und geht's gleich weiter, los. Ab in die Steppe. Ab in die Steppe, weg von Zivilisation, Dusche, zurück zu Mücken. Спасибо большое. Tutti pedali, Astana. Hammer genial, die Menschen. Die beiden Jungs haben uns eben zum Essen eingeladen in ihr Restaurant.
Liegt allerdings leider wieder zurück in die falsche Richtung. Haben wir dankend abgelehnt. Richtig, richtig geil. Die Menschen sind richtig freundlich hier. Kurze Pause in der Bushaltestelle. Bisschen Schatten. Guckt euch mal diese monströse Bank an. Da versinkt man ja drin. Abgefahren. Naja, die Fliegen sind natürlich auch nach wie vor da. Naja. Besser als mit. Ah, aber die beißen auch. Aber seltener. Aber seltener. Ja, die beißen halt, ja. Die stechen nicht, die beißen. Das tut irgendwie richtig weh. Ich habe so kleine Zähne. Hammer. Sieht echt genial aus. Es ist ungefähr 19 Uhr. Wir fahren noch ein bisschen weiter. Sonne scheint noch. Ist da nicht untergegangen. Hier vorne ist gut, oder? Sehr schön. Das ist unser Zeltplatz. Mit schönem Sonnenuntergang im Hintergrund. Germany, it's Germany. What do you speak English? Это самое. Дай водички, водички дай. Спасибо. Это хорошо, спасибо. Куда? Нет, свеженькая водичка, холодненькая, хоть немножко, мало ли чего вам. До ближайшего города еще 60 километров. Гамбург. Гамбург? Да. А фото, плиз? Конечно. Мой дом. Да, да. Очень вкусный. Спасибо. Это нон-кола, это натурпродукт. Да. Спасибо большое. Я однажды встретил женщина, учитель, тичер, с Англии, British, пешком, go to the London and Владивосток, пешком. By foot? Да, пешком, вот так вот, короче. Здесь вот, это вообще. Молодец. Может, как-то набуксировал взять, я не возьму никак это самое. Паровое, паровое. А, да. Вот вам нужно one day отдохнуть. Да. Как воскресенье сказать по-английски? Праздник, birthday. Birthday. Ну, понедельник как? Monday, Sunday, пятница как? Friday, суббота. Эх ты! Saturday? Двоечник, двоечник, двоечник! Вот тебе герма, вот тебе этот самый! А не-не-не-не-не, вот, плиз! Плиз вот так вот, короче! One, two, three! Давай два раза!
Вот она группа здоровья, это нигде тебе секс и остальное. Вот о чем с чунками нужно разговаривать. Учу, учу его. Петропавловск останавливались? Петропавловск. Да, Петропавловск. Я live in Петропавловск. А, окей. Да, и мы едем в Астана. Да. Астана. А, вы Астана. Экспо, ну, Боровое, Астана, Экспо. Каникулы, каникулы. Школа, школа, каникулы и все. Ну ладно, рад повидать, что вы интересуетесь, что мы тоже не это самое. Может, в Боровом увидимся, мы сегодня еще будем, но вы не успеете 100 километров. Сколько один день километров проезжаете? 80, 9, 100 километров. Ну, против ветра плохо, да, когда ветер в лицо. Да, вечером, да. Ветер в лицо, тяжело и все. Ну, поехали мы, все. Спасибо давайте большое. Давайте вам, давайте, спасибо. Удачи. Спасибо, до свидания. Sind jetzt in dem Dorf Kelerowsk und hier machen wir jetzt Mittagspause und kaufen ein bisschen ein vielleicht und füllen auf jeden Fall unsere Wasservorräte auf, weil wir haben uns dazu entschlossen, von der Hauptstraße jetzt runterzufahren, einen kleinen Umweg zu machen und auf kleineren Straßen zu fahren, halt quasi ein bisschen mehr durch die Wildnis. Hallo! Was denn? Да, турист. В Астану, Экспо. Ясно, ясно. Я думал, наши. Что? Думал, наши ребята сюда встали. Не понимаю. Местные люди. Люди? Наши, келлеровские, здесь встали, я думал. Ну ладно, не важно. Ну ладно. Ну и как? Далеко еще, да? Что? В Астану, далеко же. Надо пилить. Да, 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 да. На велосипеде. 7 дней в Астану. Das Einkaufen, vorne ist ein Laden gegenüber und ich warte hier und chill hier und unterhalte mich mit den Locals. Hat sie runtergehandelt mit der Melone? Auf? Auf 2 Euro wie das. So 3 Euro. Okay, oh, nicht schlecht. Ich meine, die weiß nicht, ob das gut ist. Aus Kasachstan oder? Ja. Gut. Die sind auch aus Kasachstan. Sehr gut, sehr gut. Ist noch rot. Das. Rückenwind! Ja. Wir haben Rückenwind. Richtig geil. Wir haben uns die ganze Zeit, die letzten 45 Kilometer gegen den Wind gekämpft und haben dann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 2 Stunden Pause gemacht oder so. Ja, ne? 2 Stunden. Jetzt hat der Wind ein bisschen gedreht und wir fahren halt auch ein bisschen in eine andere Richtung. Jetzt gibt's Rückenwind. Yes. Gerade auch ein paar coole Jungs getroffen. War jetzt gerade noch hinter uns. Ordentlich ein paar Bilder gemacht. Das ist Dania. We'll be right back.
Zwei von den Jungs von eben sind gerade nochmal zurückgekommen, haben uns zum Essen eingeladen und wir fahren jetzt hinter denen her. Keine Ahnung, zu irgendeiner Teestube oder sowas. Dann gucken wir mal, was es gibt. Auf jeden Fall schon mal gesagt, dass wir vegan unterwegs sind. Это у нас, да, это у нас центр. Ну, центр города получается. Вот, вот там площадь. Если что, я вам сейчас покажу, ага. Дальше будет. Это Platz. Hier ist der Stadtzentrum. А, все. Там, там, дальше. Ставьте велосипеды, заходите. Ja, спасибо. Tee und Obst und Brot und irgendwie so Soße und Gemüse und alle richtig nett, richtig cool. Спасибо. Hammermäßig. Die Jungs waren Polizisten, wie sich rausgestellt hat. Also jetzt haben die auch irgendwie noch ihre Kollegen hier und so weiter angerufen. Also irgendwie haben wir jetzt wohl hier in jedem wie heißt das, so Sicherheitsposten oder so, also jeder Polizeiposten oder so weiß jetzt irgendwie bei uns Bescheid und da wird uns überall wohl weitergeholfen, so wie die jetzt gesagt haben. Und ja, wir haben eben lecker gegessen und Tee getrunken und nett unterhalten, richtig cool. Und dann haben sie uns sogar noch eine Flasche Cognac geschenkt und jetzt fahren wir hier irgendwie aus der Stadt wieder raus und irgendwie wollen sie uns da vorne gleich noch einmal irgendwie wieder treffen und da wollten sie uns noch irgendwie ein Bier mitgeben auf dem Weg, dass wir heute Abend noch ein Bier haben. Echt genial. Taincha! Hammermäßig. Die Jungs sind jetzt gerade eben nochmal hier vorbeigefahren, haben uns noch irgendwie 1,5 Liter irgendwie frisch gezapftes Bier in einer PET-Flasche und 2,5 Liter in der Aludose gegeben. Also für heute haben wir mehr als ausgesorgt. Der Oberhammer, der Oberhammer. Fertig gefahren für heute. 105 Kilometer gemacht und jetzt sind wir in einer alten Hanfplantage. Genau so sieht's aus. Wir sind hier ein bisschen abseits von der Straße, wollten eigentlich hier irgendwie zu diesem Haus und ich habe da einmal reingeguckt. Und der gewitzte Botaniker erkennt diese Pflanze mit Sicherheit. Cannabis. Also irgendwas ging hier mal irgendwie ab, sonst würde das hier glaube ich nicht so wachsen. Aber es wächst hier überall. Hier hinten auch. Alles voll. Aber ich glaube, zu Belustigungszwecken kann man damit, glaube ich, nicht so viel anfangen. Das bedarf doch irgendwie einer gewissen Züchtung. Aber hier ist es trotzdem ganz witzig. Campen in der Natur von Kasachstan. Hallo zusammen. Guten Morgen. Wir haben uns ein neues Videoformat für euch überlegt. Wir wollen euch heute unseren ganzen Tag zeigen auf unserer Weltreise. Zwar, ja, also wo wir langfahren, wo wir sind. Was für Leute wir treffen. Was wir essen. Genau, all sowas. Also ihr seid quasi halbwegs live mit dabei. Wir sind jetzt in Nordkasachstan, ungefähr 400 Kilometer nördlich von Astana. Und heute liegen so ungefähr 100 Kilometer an. Und ja, jetzt gibt's aber erstmal Frühstück. Thank you.
Da hinten, ganz leicht angedeutet, sieht man schon die Berge des Burabay-Nationalparks. Da wollen wir heute hin. Da gibt es ein paar Seen und so weiter. Da wollen wir unser Lager aufschlagen. Aber es sind halt noch 75 Kilometer. Wir sind jetzt 25 gefahren. Und der Wind weht nicht unbedingt in die richtige Richtung. Also es wird ganz schön anstrengend. Aber ich denke, wir kriegen es schon irgendwie hin. Wasser gibt es hier in dem Brunnen. Ich wollte mir irgendwie zu einem Laden oder so Saft oder so kaufen. Aber es ist echt eiskaltes Wasser hier aus dem Brunnen. Boah, es ist mega genial. Hammer. So, 12 Kilometer noch. Da hinten ist die Stadt Burabay, nach der der ganze Nationalpark hier benannt ist, und direkt da ist auch der See, wo wir hinwollen. Also wir können es quasi schon sehen. Die letzten 12 Kilometer jetzt. Richtig gut geschlafen nach der harten Tour gestern und ja, wachen jetzt heute auf zu so einem genialen Ausblick hier. Borovoje im Burabay Nationalpark. Die Leute sagen, oder vorgestern auch gesagt, irgendwie ist es auch die kleine Schweiz von Kasachstan. Und ja, es sieht einfach genial aus. Gut, los geht's! Geht's noch so, ich glaube 20 Kilometer oder so durch den fetten Wald hier. Richtig schön. Es riecht total toll. Ja.
Also da vorne ist eine Mautstelle. Wir sind jetzt auf der A1 unterwegs, also die allergrößte Straße in Kasachstan. Aber es gibt keine Alternative. Mal gucken, ob wir da irgendwie durch die Mautstelle durchkommen. Regenschauer, 10 Minuten oder so. Haben sie überstanden. Viele Pferde hier. Großteil der kasachischen Küche beruht halt auf Pferdefleisch und Kumüs. Das ist fermentierte Pferdemilch. Hallo. Das ist die Hauptverkehrsader oder die größte Straße, sag ich einfach mal, in Kasachstan. Im Norden von Kasachstan bis nach Astana. Und naja, ihr seht es, dreispurig und nichts los, kein Verkehr. Hier ist nichts los, verdammt, das ist echt abgefahren. Gut, Kasachstan ist auch ein riesiges Land, hat für die Fläche entsprechend sehr wenig Einwohner, 17 Millionen. Ich glaube, es ist das neuntgrößte Land der Welt. Ja, ich glaube. Und naja, aber so lässt es sich dann halt auch ganz gut auf der A1 fahren, auf der Autobahn. Da vorne ist noch ein Fahrradfahrer. Raste! Oh, mit deinem Hund. Hello, my friend! Das ist Arthur aus Armenien. Seit 7 Monaten unterwegs. Mit seinem Hund zusammen. Sauber. Ein Abstecher über das Dorf hier, Bulandi. Wollen wir noch einen kleinen Supermarkt oder Laden oder so finden. Und noch ein bisschen was einkaufen. Boah, schön. So alte Häuser. Mit einem kleinen Garten hinten, wo man sein Gemüse anbaut. Hammer. Das ist der Laden. Mal gucken, ob er auf ist. Привет! Где Magazin? Magazin? Magazin. Где? Магазин тут это... Я не знаю. Магазины там? Да, здесь. Магазин, да? Не, вот здесь, вот он и там магазин. Там. Что вы искаете? Магазин. Что? Магазин? Магазин, да. У нас все закрыты сейчас уже магазины. А вы вот тут так едете, там Мирике написано. Вы там посмотрите, может открыт или закрыт. А почему закрыто уже? У нас всегда после, только после обеда закрывается он. Иногда вот до вечера у нас. Вон тут только. А вот эти вот, а вон тут не работают у нас. А вот у нас 2 магазина, потому что. А это как, у нас больничка. Я видела, это больничка. Спасибо. Хорошо, спасибо. 76 километров gemacht. Здрасте. Und jetzt fahren wir hier rechts runter und suchen uns einen schönen Platz für unser Zelt. Здравствуйте, из Германии. Откуда, из Германии? Да. Ого. И вот это на нем приехали? Да. Фига, далековато. А откуда из Германии? Гамбург.
Гамбург? Да. А куда едете? В Астану, наверное? Астану, Экспо. А, да. И потом Алматы, ну, Кыргызстан. Сколько? 200 километров где-то? Да. А сколько дней ехали? 80, 90, 100. Нифига себе. Da hinten irgendwie fahren wir hin, da bauen wir das Zelt einfach auf. Ach, einfach hier links, ist doch Huppe, oder? Wir haben es gerade eben geschafft, unser Zelt aufzubauen. Daher, okay, und ich glaube, es hört gleich auch schon wieder auf. Ja. Ne? Es sind immer so ganz kurze Regenschauer hier irgendwie. Aber sehr stark. Aber total stark, ja. Ich denke, wie witzig, hatten wir vorher noch gar nicht. Also wirklich aus dem Nichts, auf einmal fängt es total doll an zu regnen. Hört irgendwie ein paar Minuten später wieder auf. Sonne geht unter. Sieht hammermäßig aus. Und auf der anderen Seite gibt es einen Regenbogen. Fast ein bisschen zu kitschig, oder? Tja, wie gestern schon gesagt, nichts los hier auf der dreispurigen Autobahn. Kasachstan ein bisschen anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Es sind jetzt echt ziemlich viele so Wälder und irgendwie Bäume und auch ziemlich viele Hügel jetzt hier im Moment. Will nur nicht sagen Berge, aber also es war am Anfang irgendwie flach und steppig, aber jetzt irgendwie gestern und heute sind hier irgendwie ziemlich viele Bäume, Berge. Das macht es doch relativ abwechslungsreich, ist ganz nett. Sind jetzt nochmal wieder von der Autobahn runtergefahren, um noch da vorne in das nächste Dorf zu fahren, um wieder ein bisschen einzukaufen. Die Straßen sehen ziemlich spannend aus. Also um das nochmal klarzustellen, wir befinden uns auf der A1. Der allergrößten Straße dieses Landes. Und naja, hier laufen halt noch Leute. Und naja gut, wir fahren hier auch mit dem Fahrrad. Aber ich kann es nur wiederholen. So wenig Verkehr. Ist mega angenehm. So, gut 91 Kilometer gemacht heute. Hier ist unser Campingspot. Frisch gemäht. Ganz gut. Da hinten ist die Straße. Gutes Stückchen weg. Und jetzt gibt es erstmal ein Bier, ne? Ja. Becher. Und Bier. Frisch gezapft. Kann man hier im Supermarkt, kann man es quasi so frisch gezapft kaufen. Halt in so PET-Flaschen. Sehr schön. Eingelegte, gesalzene Wassermelone. Mal gespannt, wie die schmeckt. Das ist eine kasachische Spezialität. Sehr schön. Na, lieber. Lieber. Spannend. Ist auch Essig drin? Bisschen, ja. Bisschen Essig. Ist gut. Also nicht mehr so süß. Eigentlich.
kaum süß. Irgendwie fast so wie eingelegtes Gemüse oder so. Sehr lecker. Mit Knoblauch. Also es ist einfach irgendwie ein Brot, was dann nochmal gebacken wird, irgendwie so wie Zwieback oder sowas. Mit Knoblauch. Auch ein ziemlich geiler Snack, den kennen wir aber schon. Nach 90 Kilometern schmeckt das alles so viel intensiver. Das Bier mit Brotchips. Ich glaube, fast alles schmeckt richtig gut nach 90 Kilometern. Da kann man nicht so viel falsch machen. So, ich wollte euch jetzt mal kurz was auf der Karte zeigen. Ihr seht, da oben sind wir. Hier wollen wir heute Abend hin, kurz vor Astana. So, jetzt zeige ich euch mal, wo wir hier sind. So, und jetzt seht ihr hier, das ist ein Wassertropfen. Und das bedeutet, dass da eine Quelle ist. Das ist hier eingezeichnet. Und Olga geht da jetzt gerade hin, da hinten. Wir haben schon gesehen, die Leute mit ihren Wasserkanistern, die da das Wasser abholen. Das ist so unglaublich genial. Nirgendwo irgendwie sind die Wasserquellen eingezeichnet und das stimmt einfach. Und du gehst da hin und holst dir dein Wasser. Das macht das alles so mega angenehm. Das ist echt einfach genial. Also die App heißt maps.me. Und ja, die nutzen wir jetzt seit über einem Jahr zum Navigieren und haben es vielleicht ein, zwei Mal verfahren oder so, aber wirklich nicht oft. Und dann kommen halt noch solche coolen Sachen dazu, dass da noch so Wasserquellen und Hotels und so weiter, Gaststätten, Tankstellen, Geldautomaten. Das ist echt richtig genial. Na, gab's Wasser? Sehr gut. Nicht die Kamera vergessen. Mittagspause. So, gibt ein Brot. Ah ja, genau, Gurken haben wir noch. Und was hatten wir noch? Ich bin nicht so schnell wie du hier mit Kamera. Wir haben noch Nudeln von gestern und Auberginen-Creme oder so eine Gemüse-Creme. Ah ja, stimmt. Super. Ja, Solarpanel weiter in der Sonne, das lädt ordentlich. Verlinke ich euch mal unser Review zu auf unserem Blog. Da haben wir ein Review darüber geschrieben. Fettes Ding. Ah ja, Helva gibt's noch. Sehr gut. Top. 2 Stunden? Wie gute 2 Stunden? 2 Stunden Mittag gemacht. Und 41 Kilometer liegen jetzt noch an. Dann sind wir kurz vor Astana. Dann schlagen wir dann unser Zelt auf. Und morgen früh fahren wir dann direkt in die City rein. Da wird eine kleine Testfahrt unternommen. Da, молодец. Молодец. Тяжелый. Что? Тяжелый, говорит. Качает. Не понимаю. Сейчас. Груз тяжелый. Okay. Хорошо. Ну, как? Километр, да? Это километр. Да, тяжелый. 60 все вместе с велосипедом. Какие-то, наверное, 60 километров. Это... Это скорость получается? Total километр. Это все вместе. 18 тысяч. Километров проехал. Это оттуда, 0. 8, да? Да. Откуда едете? С Германии. С великом? Да. Сколько сторонов?
Сколько стран вышли? 24 страны мы проехали. 24 страны? Да. Что там, флешка, да? Это фотокамера. Да, в USB. Jetzt fahren wir quasi gerade in Astana rein. Hier ist das Straßenschild. Und jetzt sind wir an unserem Campingspot. Das vorhin ja schon gesagt, vorne ist eine Tankstelle. Wir haben schon gesagt, wir wollten noch eine Nacht vor der City quasi schlafen. Da hinten sieht man immer noch die Skyline. Morgen früh wollen wir dann schön früh in die City rein. Und dann nehmen wir uns ein Apartment. Wir zahlen halt jetzt quasi eine Nacht weniger, weil wir jetzt hier noch eine Nacht verbringen. Und haben morgen halt trotzdem den ganzen Tag. So, da steht unser Zelt jetzt. Und ja, da hinten kann man die Skyline sehen. Von Astana fahren wir morgen früh rein. Wird, glaube ich, ein ziemlicher Oberhammer werden, die Stadt. Wahrscheinlich eine der krassesten Städte, die wir auf unserer Tour sehen werden. Wir sind echt richtig gespannt. Also gut, wir fahren hier jetzt ein bisschen durch das alte Astana, durch die Vorstädte. Das wird gleich alles ganz anders aussehen. Jetzt bei unserem Apartment angekommen. Hier, so sieht das aus. Wir haben so ein Blockhaus hier. Und ganz da oben irgendwo im 12. Stock irgendwie muss unsere Wohnung sein. Wir warten jetzt noch, bis die Vermieterin quasi kommt. Hallo! Willkommen in unserer Wohnung. Hier ist unser Schlafzimmer und Wohnzimmer. Hier stehen unsere Sachen. Flur. Badezimmer mit Waschmaschine haben wir. Eine schöne Küche. Und ein Ausblick auf die Stadt so ein bisschen, also die richtige City ist quasi weiter hier rechts. Und wir haben hier einen Ausblick auf die größte Moschee hier in Kasachstan, die Nur Astana Moschee, soweit ich weiß. Da hinten sieht man auch ein paar Hochhäuser und so weiter. Hier auf der anderen Seite ist die Astana Arena. Oh, und jetzt kommt eigentlich das Krasseste. Da hinten sieht man es. Die Steppe. Weit und breit nichts. Und mitten in dieser Steppe ist diese riesige, krasse Stadt mit fetten, krassen Wolkenkratzern und abgefahrenen Gebäuden und weiß der Geier was. Ziemlich abgefahren. Wir machen jetzt gerade noch einen kleinen Abendspaziergang, haben eben lecker Pizza gegessen und ein Bierchen getrunken. Jetzt gucken wir uns die
Stadt nochmal in der Abenddämmerung an. Ziemlich abgefahren, was hier alles an Gebäuden rumsteht. Abgefahren, beleuchtet und boah, alles sehr, sehr beeindruckend. Da vorne auf dem Hochhaus ist ein riesiger Bildschirm. Da läuft irgendwelche Werbung. Abgefahren. Hier waren wir vorhin schon. Das sind so Statuen, die die ganzen Länder repräsentieren, die bei der Expo quasi ein Pavillon haben und sich repräsentieren. Sehr schön, sehr schön. Da hinten nochmal das Wahrzeichen von Astana. Baykarek. Baykarek. Das von dem Präsidenten von Kasachstan entworfen wurde und so viel wie ein Lebensbaum von Kasachstan bedeutet. Astana. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg zu unserem Apartment und boah, krass, kaum irgendwie mit Worten zu beschreiben, was hier abgeht. Hier wird so krass viel Geld irgendwie investiert, um die Leute irgendwie zu bespaßen und krasse Gebäude zu bauen und Kunst und weiß der Geier was, alles hier am Start zu haben. Ziemlich abgefahren. Aber jetzt müssen wir nach Hause gehen und schlafen. Morgen haben wir den ganzen Tag Expo, müssen wir früh hin. Ja, stimmt, genau. Morgen geht das Programm direkt weiter. Expo, ja. Yeah. Das wird auch Hammer. Gute Nacht. Wir sind am Expo. 9:30 und jetzt erste Station ist der Deutsche Pavillon. Von denen haben wir ein paar Gratistickets bekommen für die Expo. Deutschen Pavillon abgehakt und jetzt gerade auch eben im Spanischen gewesen, das war auch interessant. Jetzt und gucken wir uns den kasachischen Pavillon an. Jetzt gucken wir uns Kasachstan an. Das sollte der größte kreisförmige Gebäude der Welt sein. Kugelförmig. Genau, kugelförmig. Ein echtes Stück Eisberg haben die vom Nordpol hierher gebracht. Ziemlich abgefahren. Thank you.
Das ist eine Karte, wie lange man braucht von Österreich nach Kasachstan. Hier ist auch Fahrrad eingezeichnet. Keine CO2-Emission. 305 Stunden. Ah, der war ein bisschen flotter unterwegs als wir. Und hier ist unser Fernsehbetreiber wurde. Da wird man gesund. Nicht die ganze Woche dann durchgehen, sondern noch die realen Serien. Das ist meine Lieblingsserie. Sehr gut. Jordanien. Hallo. Ah, guck mal, wie diese Schlucht hier, das ist ja schön. Das ist wirklich so wie in Petra. So, das war's. So, das war's. So, viel gelaufen. War auch ganz schön anstrengend. Aber es war sehr, sehr, sehr interessant. Das hat mich als Ingenieur halt noch irgendwie ziemlich berührt, weil es halt wirklich darum geht, wie wollen wir in der Zukunft die Energie für unseren Planeten bereitstellen. Und ich denke, ein großes Problem ist auf jeden Fall, dass wir nicht alle zusammenarbeiten, sondern dass jedes Land irgendwie versucht, sein Ding durchzuziehen. Und deswegen finde ich es auch irgendwie toll, dass wir diese Reise machen, weil dadurch, finde ich, verbinden wir die Menschen irgendwie. Wir inspirieren Menschen, wir zeigen den Menschen, dass andere Kulturen auch irgendwie alle ganz normal sind und dass man einfach zusammenarbeiten muss. Was ich noch sagen wollte, man redet so viel, aber machen tut man nicht so viel. Soll man noch mehr machen in der Richtung, noch stringenter daran gehen, weil es ist nicht Zukunft, es ist eher Gegenwart. Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist nicht unbedingt Future Energy, so wie das Motto jetzt ist. Ja, natürlich ist es in der Zukunft, aber es muss jetzt gehandelt werden, in der Gegenwart. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.